mein Paradies. Ja, jetzt haben wir es geschafft, Schnitzelin. Das ist ein Hitzerwatz. Fabian, schau, Palmen. Hier sind ja überall Palmen. Ja, lauter Palmen. Wegen dir werden es Fichten pflanzen. Oh, ich bin ja so happy. Ja, ich auch, Schnitzel. Liebst du mich? Ja, natürlich liebst du. Sag's mir bitte. Ach, muss Liebe schön sein. Ich wünschte, wir könnten ewig so auf dem Wasser treiben. Ich auch, Schnitzelein, ich auch. Ja, aber wie sollten wir dann in 5 Wochen heiraten? Kinder kriegen? Und vor allem, wie könnte ich das Geld, das mir dein Vater anvertraut hat, verdocken? Du bist ein echter Workaholic. Jetzt sind wir gerade eine Woche hier und du denkst schon wieder ans Arbeiten. Ich will doch nur, dass deine Familie stolz auf mich ist. Ich bin stolz auf dich und mein Papa auch. Der kommt übrigens morgen. Wer? Mein Vater. Dein Vater? Ja, und meine Mama. Warum soll man warten, bis wir wieder daheim sind? Heirat mal hier. Was hier auf Samui? Das geht doch gar nicht. Doch, ich habe mich erkundigt. Eine hier geschlossene Ehe, die ist auch bei uns gültig. Ich bin ja so glücklich. Du etwa nicht? Na, wahnsinnig. Es ist nur... Was nur? Freude. Leg dich wieder hin und dran weiter, Schnitzelin. Ich bin plötzlich so erregt, so erhitzt. Wegen deinem Angebot. Ich glaube, ich brauche eine Abkühlung. Ich kann das Glück überhaupt nicht fassen. Aber ist doch schon so weit weh. Ich habe sowas wie dich gar nicht verdient. Du bist ja so lieb. Willst du 3 oder 4 Kinder? Fabian, hat's dir die Sprache verschlagen? Fabian, mit sowas macht man keine Scherze. Das haben wir doch schon als Kinder gelernt. Hör auf damit, Fabian. Wo bist du? Zeig dich. Fabian? A smile in your face, and here it's calling, and I'm on the race. You wake up this morning, and I'm up there. Dream is over, it wasn't a fair. It's a good life. Oh, baby, it's a good life. Hey, baby, it's a good life. A good life for me. Fabian, bist du narrisch? Was machst denn du hier? Am helllichten Tag, man soll uns doch nicht zusammen sehen. Los, verschwinde. Wir müssen verschwinden, ich bin ertrunken. Was, ertrunken? Jetzt schon. Komm rüber. Warum so schnell? Mir ist nichts anderes übrig geblieben. Stell dir vor, morgen kommt der Vater mit der übertragenen Schwiegermutter. Bernadette wollte, dass wir noch diese Woche auf Koh Samui heiraten. Um Gottes Willen. Ich hab immer gesagt, das ist ein riesen Chaos, diese Vorflitterwochen. Das war ein riesen Blödsinn. Wir haben doch schon in München abkassiert. Schon da hättest du ja trinken sollen. Im Starnberger See. Zum Beispiel, der König Ludwig hat das ja vorgemacht. Im Winter, du spinnst, du hättest mir den Tod holen können. Wie oft habe ich gepredigt, dass diese Reise mit der Bernadette eine Schnapsidee ist? Wie oft habe ich dir das gesagt? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Wir sind vorne und hinten nicht flüssig, weil du Trottel diese 300.000 Mark fix angelegt hast. Entschuldigung, ich bin auch bloß ein Mensch. Ich kann auch mal einen Fehler machen. Wenn ich aus Versehen dieses Formular falsch unterschrieben habe auf der Bank, wirf mir das nicht immer vor. Ich sag dir, bei der wäre noch viel mehr drin gewesen.
Warum bist du denn jetzt schon abgesoffen? Na, Herr Durmann, zur Familie ein. Darf ich den Herrn Fabian daran erinnern, dass sein Part in unserem Job der ist, der jungen Dame den Hof zu machen, bis wir den Hof haben? Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall, da können wir jetzt nicht mehr bleiben. Dein Freund Roderick wäre nicht dieses phänomenale Supergehirn, wenn er nicht schon wieder ein neues Projekt in petto hätte. Du, schau her. Was sagst du dazu? Wer ist denn das? Miriam Philipp, Chefin vom schönsten Ressort in Koh Samui. 35 Jahre alt, gut gebaut, hochgewachsen, schwarzhaarig, schwerreich, 90, 60, 90. Sir, das ist ihr neues Betätigungsfeld. Schönes Feld. Leider ist die Dame eigentlich ein bisschen zu schade für dich. Die ist nämlich gebildet. Die interessiert sich zum Beispiel für klassische Musik. Mozart kennst du natürlich nicht. Ich kenne die Kugel und ich kenne die Zauberflöte. Ja, letzteres werden wir da brauchen. Und Meister, welche Identität soll ich diesmal annehmen? Was haben wir lange nicht mehr gehabt? Hast du den Pass noch, den wir benutzt haben, als wir die texanische Ölprinzessin reingelegt haben? Du meinst, als du sie flachgelegt hast? Ich wäre ein schlechter Profi, wenn ich nicht mit mehreren Pässen reisen würde. Wie hast du damals geheißen? Sommer. Sommer. Da haben wir ihn ja schon. Aber pass auf, benutze den Pass bitte nur im Notfall, weil der ist handwerklich nicht ganz einwandfrei. Ah ja, Sir. Also ich gehe jetzt runter, begleich die Rechnung. Du gehst hier auf Tauchstation und morgen früh brechen wir auf. Du kämpfst an der Front der Liebe und ich halte dir in der Etappe den Rücken frei. Genauso machen wir's. So kriegen wir das dann schon. Er war mir ein und alles, Papa. Ich hab ihn geliebt und er mich. Ja, ist ja schon gut, mein Kind. Und die Leiche ist immer noch nicht gefunden worden. Nein, tut uns leid, Sir. Die Strömung dort ist sehr stark. Und das Meer voll von Haien. Haie! Mama! Bernie, das stimmt nicht. Ich bin ganz sicher, hier gibt's keine Haie. Glaub ich. Das genügt mir, danke. Wir suchen weiter nach der Leiche. Bitte verlassen Sie Koh Samui vorläufig nicht. Danke für Ihr Verständnis. Wiedersehen. Das ist alles sehr tragisch. Gerade in meiner Bank telefoniert, die 300.000 sind futsch. Der Kerl hat sie vor seiner Abreise abgerufen. Und was das Allerschlimmste ist, ich kann sie nicht mal als Verlust von der Steuer absetzen. Unser Mädi hat einen Verlust erlitten, nicht du. Siehst du nicht, wie unser Kind leidet? Ja, aber ihr Leid wird vergehen. Nur meins nicht. Und eins sage ich dir, den nächsten Mann, den suche ich aus. Bleibst denn? Hoffentlich kommt mir keiner sehen. Jetzt fahren wir. Ja, dann fahr. Ich hab einen Fabian auf dem Gewissen. Ich wollte doch unbedingt hierher fahren. Er war der erste Mann, der mich so geliebt hat, wie ich bin. Ich hab dich auch so lieb, wie du bist. Mama, bitte, bitte, fahr mal heim, flieg mal heute noch zurück. Papa, fahr mal heim, flieg mal heute noch zurück. Nein, Bernadette. Sie sind jetzt 16 Stunden in dieser Kiste gesessen. Ich denke gar nicht dran, zurückzufahren. Hier ist nur einer in der Kiste und das ist der Fabian. Denk doch einmal an unser armes Kind. Das tue ich doch die ganze Zeit. Und ich glaube, dass nach diesem schweren Verlust, der uns alle teuer zu stehen kommt. Du denkst an nichts als an den schnöden Mammon. Dass uns da etwas Erholung sehr gut. Papa, nein! Ich kann und will hier nicht bleiben. Hier, wo ich mit Fabian so glücklich war. Das musst du doch nicht, Bernadette. Das musst du wirklich nicht. Wir dürfen die Insel sowieso nicht verlassen. Und da suchen wir uns einfach ein anderes Hotel. Im Süden der Insel, da gibt es sehr schöne Anlagen. Besonders empfohlen wird das Siam Residence. Sag einmal, wie heißt geschwind das Hotel unserer Zielperson? Siam Residence. Siam Residence. Deluxe. Und wie lange brauchen wir noch? Wie sagt der einheimische Kraftfahrer? Assaluli. Also, Mozart, Geburtsjahr, komm, raus damit. 1791. Das war sein Todesjahr, du Auf. Das war 1756. Und wo? Wie wo? Wo ist er geboren? In Salzburg. Wie wirst du mit deiner Halbbildung diese Frau jemals rumkriegen? Das heißt Halbbildung. Wichtigsten Opern sind Zauberflöte, Entführung aus dem Sarail, Don Giovanni. Respekt. Kennst du nicht? Reiß mir die Hand, mein Leben. Komm auf mein Schloss mit mir.
Willst du dein Geld mir geben, dann kriegst du eine Nacht mit mir. Dann kriegt sie eine Nacht mit dir. Dankeschön. Eingewöhnt? Alles in Ordnung? Alles bestens, ja. Und bei Ihnen, gnädige Frau? Alles wieder in Ordnung? Danke vielmals. So, Leute, Endstation. Das Paradies auf Erden. Herzlich willkommen im Siam Residence. Mein Name ist Miriam Philipp und ich führe hier das Hotel. Prima. Und wir sind die Fotocrew aus Deutschland und ich bin Horst Fechter. Und das hier ist unsere tüchtige Stylistin Dada mit ihrer Assistentin Toy. Da hinten kommt meine Mannschaft und hier natürlich unser Topmodel Claudia. Hallo? Hallo? Ich habe für Sie unsere drei schönsten Bungalows reservieren lassen. 7, 11 und 13. Ausgezeichnet. Ich nehme mit Claudia meine Glückszahl, die 13. Du, Toy, nimmst mit Dada die 7. Und ihr Jungs nehmt zu dritt die 11. Komm. Laut Vertrag steht mir ein Einzelzimmer zu. Jeder unserer Bungalows verfügt über zwei separate Räume. Und zwei separate Bäder? Nein, das leider nicht, aber... Sorry, aber ich muss auf ein eigenes Bad bestehen. Ich nehme gern Ihr Bungalow mit der Nummer 7. Arrogante Zicke. Mit der haben wir uns was eingebrockt. Da hat uns wohl nichts übrig, als die Bude miteinander zu teilen. Auch nicht schlecht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Jenna wird Sie zu Ihrem Bungalow begleiten und das Gepäck wird nachgeliefert. Danke vielmals. Entschuldige. Ja? Ich brauch dich mal kurz. Entschuldige, Axel, sofort. Darf ich vorstellen, das ist Herr Fechter und seine Crew. Sie machen auf der Insel Fotoaufnahmen. Wenn Sie irgendwelche speziellen Wünsche haben oder etwas brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Sie wird jetzt einchecken, ja? Danke. Was gibt's? Schau dir das an. Alles durcheinander. Buchungen, Bestellungen, Reservierungen. Wir waren zuletzt da dran. Ja, ich? Du weißt doch, dass ich da niemanden anderen ranlasse. Dann drück mir doch mal die Listen aus. Jetzt los? Akzeptiert mein Passwort nicht. Was gibt's da nicht? Lass mal. Hast du den Code geändert? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Miriam, du bist überarbeitet. Solltest dich schonen. Wieso komme ich in diesen Computer nicht hinein? Was ist los, Axel? Irgendwas ist los mit mir in letzter Zeit. Ich verstehe das nicht. Brauchst Ruhe. Komm. Mach dir ein paar schöne Stunden. Axel macht das schon. Guten Tag. Sei gegrüßt, schönste Blume von Koh Samui. Wer so liebreizend lächelt wie Sie, der legen sicherlich sämtliche thailändische Prinzen zu. Heb dir dein Pulver auf für das richtige Fass. Gnädigste, glauben Sie ihm kein Wort, in Wirklichkeit ist er nämlich Macho. Willkommen im CM Residence. Mit wem habe ich die Ehre? Mein Name ist Fabian Sommer und jener zarte Knabe ist mein Freund und Weggefährte, Roderick Burger. Und wem darf ich das Alabasterhändchen küssen? Ich bin die Jessie. Riesenfreude. Guten Tag, ich bin der Max. Ach. Hatten Sie eine gute Anreise? Ja, die Servolenkung hat sich bis zu diesem Jeep noch nicht rumgesprochen, aber im engen Flugzeug war es dafür rasend gemütlich. Was ist? Sind unsere Zimmer fertig? Selbstverständlich. Die Herrschaften haben den Bungalow mit der Nummer 119. Glauben Sie im Ernst, ich schlafe bei diesem Herrn? Da kann ich ja gleich neben einem Sägewerk übernachten. Nein, nein. Entschuldigen Sie bitte. Einen Moment. Also, für Sie ist Bungalow Nummer 119 reserviert und Sie haben Nummer 115. Darf ich um Ihren Pass bitten? Der Pass. Der Pass ist im Koffer.
Bitte nehmen Sie meinen. Ich bürge selbstverständlich für meinen Freund. Ach, kein Problem. Bringen Sie mir später. Sie sind nicht nur besonders hübsch, sondern auch außerordentlich tüchtig. Das Hotel kann sich glücklich schätzen, solche Mitarbeiter zu haben. Hör auf, die junge Dame anzusülzen und fokussiere dich aufs Zielgebiet. Hallo? Guten Tag. Ich bin Miriam Philipp, die Besitzerin hier. Herzlich willkommen. Mein Name ist Burger, Roderick Burger, Hotelfachhandel, en gros und en detail. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Fabian Sommer, gnädige Frau, Sie haben eine wunderbare Anlage. Dankeschön. Ich hoffe, Sie werden sich hier wohlfühlen. Ganz bestimmt. Wie heißt es doch so schön in der Zauberflöte? Hier ist der Platz, an dem die Schönheit weilt. Hier möchte ich wohnen. Sehr hübsch gesagt. Wir sehen uns noch. Max wird Ihnen die Bungalows zeigen. Wenn die Herrschaften mir bitte folgen wollen. Na, was sagst du zu unserem neuen Projekt? Ja, diese Frau ist eine echte Herausforderung. Du, Fabian, bitte tu mir einen Gefallen und versau es nicht wieder, okay? Sie haben echt starke Komplimente drauf, Herr Sommer. Da kann man doch was lernen. Es ist Pflicht des Weisen, der Jugendlehrer zu sein. Das Zitat war grundfalsch. Na und? Es war doch wie Musik in ihren Ohren. Aber Mozart und Goethe drehen sich im Grab um. Dann liegen die Herren wenigstens wieder richtig. Lächeln! Stop, Horst, ich bin nicht geschminkt. Ach was, komm. Sieht doch sensationell aus. Ich sagte nein. Und im Übrigen beginnt mein Vertrag erst morgen. Pass auf, Claudia. Ich scheiße auf deinen Vertrag. Wenn du ab jetzt nicht professionell mit mir zusammenarbeitest, dann... Dann was? Dann lasse ich ein neues Model einfliegen und du bist draußen, ist das klar? Ach schön, dann kann ich ja jetzt Urlaub machen. Ärger? Die krieg ich schon noch klein. So klein. Hey, Schaumgeborener, ausgeplanscht. Was ist denn? Jetzt mach doch keinen Stress. Hey, ein genug entspannt, raus aus der Wanne, du bist nicht zu vergnügen hier. Was ist los, hast du die Miriam schon angequatscht? Bis jetzt noch nicht. Also, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt fangen wir endlich an. Wir gehen nach unserem bewährten Vier-Phasen-Plan vor. Was denn vier Phasen? Erstens, kennenlernen und verführen. Zweitens, Einführung in die Geschäftsidee. Drittens, Kreditaufnahme. Viertens, plötzlicher Tod und Verschwinden im Zast. Du hast mich verstanden. Wie ich hier vorgehe, das überlässt du bitte mir, ja? Versemmel mir die Nummer nicht. Nein. Jetzt komm endlich. Nochmal komm ich nicht. Ja. Ein Traum. Genauso habe ich mir immer das Paradies vorgestellt. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht stören in Ihrer Meditation. Nein, nein, bleiben Sie. Ich habe mich nur ein bisschen ausgeruht. Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Nur bis die Sonne untergeht. Tja, natürlich. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Das ist wahrlich eine Insel zum Träumen. Leben Sie schon lange hier? Ja, so seit ungefähr 15 Jahren. Damals gab es hier noch überhaupt nichts, nur Strand, weißen Sand, Palmen, soweit das Auge reicht. Ein paar kleine Fischerhütten. Und da begann meine Mutter hier mit einer kleinen Strandimbissbude. Sie kochte, ich servierte. Und daraus ist dann ein Hotel entstanden. Nichts Besonderes. Einfach Zimmer ohne Aircondition. Aber es ging bergauf. Ja, Sie haben hier wahre Wunder vollbracht. Ja. Aber um welchen Preis? Meine Mutter ruinierte ihre Gesundheit und ich habe... Na, lassen wir das. Genießen Sie Ihren Urlaub. Wer sich bei Ihnen nicht wohlfühlt, hat keinen Sinn für wahre Schönheit. Verzeihung. Hast du deinen Arzttermin vergessen? Nein, der ist morgen. Nein? Du hast ihn selber auf heute verschoben.
Was? Ich habe ihn. Du hast gesagt, ich soll in der Klinik anrufen. Das habe ich auch getan. Aber ich kann jetzt nicht. Ich muss das Dinner vorbereiten. Dann werde ich Dr. Collins anrufen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Axel Philipp, guten Tag. Sommer. Ja, meine Schwester ist leider total überarbeitet. Also, falls Sie irgendwelche Wünsche oder Beschwerden haben, wenden Sie sich an mich. Ja. Dankeschön. Gut. Mirjam, Sie arbeiten zu viel. Sie müssen eine Pause einlegen. Ihre Vergesslichkeit ist rein stressbedingt und außerdem eine typische Zivilisationskrankheit. Herr Doktor, diese Störungen haben nichts mit Stress zu tun. Ich habe dieselbe Krankheit wie meine Mutter. Ich fühle es und Axel weiß es auch. Mirjam, Ihre Mutter hatte eine ausgesprochen seltene Nervenkrankheit. Sie kann vererbt werden, muss aber nicht. Aber bei ihr fing es doch genauso an, genauso. Sie machte Fehler, sie verlegte alles, sie konnte sich ja nichts mehr erinnern. So war es doch, oder? Ich habe immer nur für unser Hotel gearbeitet. Ich habe ja nicht einmal richtig gelebt. Geschweige denn geliebt. Mirjam. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber falls Sie wirklich diese Krankheit haben, was hoffentlich nicht der Fall ist, dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass es nur sehr geringe Chancen auf Heilung gibt. Also, fangen Sie endlich an zu leben und genießen Sie jede einzelne Minute. Ich werde es sparen. Ein kluger Mann muss immer etwas auf der hohen Kante haben. Im Kopf muss ein kluger Mann was haben, Max. Aber bei dir herrscht ja leider gähnende Leere. Blöde Kuh. Außerdem verliert ein kluger Mann nie die Beherrschung. Na, wie stehen die Aktien? Ach, vergessen Sie es. Jessie sagt zu allem nur nein. Lieber junger Freund, Frauen sagen oft das Gegenteil von dem, was sie meinen. Ein Nein kann ohne weiteres vielleicht heißen. Guten Morgen, Frau Philipp. Guten Morgen. Verzeihen Sie, wenn ich das da gerade bemerkt habe. Es geht Ihnen nicht gut, oder? Nein, es geht mir heute tatsächlich nicht besonders. Es ist aber lieb von Ihnen, dass Sie sich Sorgen machen. Ich habe irgendwas Falsches gegessen. Tja, oder der Kreislauf, es ist ja kein Wunder bei der Hitze. Mir geht's nicht viel besser. Wollen wir vielleicht zur Stärkung gemeinsam ein Glas Champagner trinken? Residenz. 5 Sterne. Das passt. Mehdi, das wird ein wunderbarer Urlaub. Genau. Vielleicht findet Bernie hier auch jemanden, der sie aufheitert. Oder sogar einen neuen Mann fürs Leben. Hans Josef, hast denn überhaupt keine Sozietät? Wir haben eine Wasserleiche. Also weißt du, so kurz nach dem Ableben von Fabian? Ach was, du hast mich auch kurz nach dem Tod deines Mannes geheiratet, obwohl du in unserer ersten Liebesnacht nur geheult hast. Das hat ja einen ganz anderen Grund gehabt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Damals hat es noch kein Viagra gegeben. Gedächtnis hast du auch keins mehr. Ah, Gott, zum Gruß dem jungen Paar. Wo kriegen die neuesten Journale? Bei uns in der Rezeption. Da gehen wir gerade hin. Da haben die schon ein bisschen neueres Verfallsdatum, dass ich beim Lesen ständiger Déjà-vu-Erlebnis habe. Das Hotel liegt doch nicht etwa am Meer. Doch, mein Kind. Mit einem herrlichen Sandstrand. Ich hasse das Meer. Es hat Fabian getötet. Verdammt und zugelegt. Jetzt steig endlich aus, Bernadette. Du scheißt mir mein Mädchen nicht an. Bernie. Komm, steig aus.
Das hat mir bestimmt ganz gut gefallen. Ich bin narrisch. Die Eiswalze. Mein Name ist Frank von Eiswald. Ich hatte nicht reserviert, aber ich hätte gerne zwei wunderschöne Bungalows. Oh, danke. Kein Problem, ich schaue sofort, was ich für Sie tun kann. Vielen Dank. So, jetzt muss ich mich mal beschweren, das sind ja nur noch Missstände hier. Die Dusche tropft, das Klo rinnt, die Betten sind hart und im Bungalow wimmelt es von Schlangen und Skorpionen und unter jedem Sessel sitzen Kakerlaken, die singen La Cucaracha. Das braucht man doch nicht gefallen lassen, das geht doch nicht. Davon ist im Prospekt aber nichts gestanden. Das ist ganz unmöglich, ausgeschlossen. Gnädige Frau, glauben Sie mir, ich bin viel in der Welt herumgekommen, aber so ein Hotel habe ich noch nicht erlebt. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, mein Name ist Eiswald, Franz Josef Eiswald, Eiswaldbiere. Das ist meine Gattin. Meine Tochter sitzt noch im Wagen, wir wollten gerade einchecken. Wenn Sie Ihre hübsche Tochter und Ihre schöne Frau lieben, dann checken Sie hier nicht ein. Sagen Sie mal, haben Sie gerade Eiswald gesagt? Eiswaldbiere? Mhm. Eiswaldbiere und erreicht. 5 gesoffen, 6 geseicht. Köstlich. Das trifft sich gut. Mein Name ist Burger, Roderick Burger, Getränkegroßhandel München. Ich verehre Ihr Eiswaldpilz sehr, hab's aber leider noch nicht im Sortiment. Das kann man sicher ändern. Aber nicht hier. Ich darf vorschlagen, wir ziehen ins Meridian. Das ist ein gescheites Hotel. Wie viele Sterne hat denn das? Wenn Sie da einziehen, Frau Eiswald, mehr als es je hatte. Also was von charmant. Ist ja direkt provokant. Okay, hier gibt's ja nicht einmal einen Begrüßungstrink. Von Josef, ich bin einverstanden. Ich sehe schon, Sie sind eine Frau von Format. Was das gehört? Eine Frau im Ornat. Sie verstehen uns mit der Sprache umzugehen. So bin er. Jetzt machst du mit der Rechnung fertig. Lass mich nicht mehr länger bitten. Und ich krieg auch was wieder. She's pretty. Gut. Okay. Gut. Vorsicht, die Tasche. Nicht schwenken, die Tasche. Rechtes Bein vor. Linke Hand zum Seil. Vorsicht. Blick zur Sonne. Zu mir. Und lächeln. Super. Okay. Kopf neigen. Vorsichtigen Schritt zurück. Langsam, langsam. Nicht zu verkrampfen. Und nochmal. Zu schnell. Komm, nochmal von Anfang. Und? Ich brauche eine Pause. Pause? Warum? Wozu? Weil ich Hunger habe. Also wir haben ganz hervorragend gefrühstückt. Zum Schluss die Hühnersuppe mit Reis. Weltklasse. Hättest du probieren sollen, Claudia. Du weißt genau, dass ich mich um diese Zeit noch geschminkt habe. Ja, das ist dein Problem, mein Schatz. Wieso mein Schatz? Ja, das ist auch nicht schlecht. Bleib so, das hat was. Schluss, das wird nichts. Jetzt zum Mittag ist die Sonne viel zu grell. Das hast du doch selbst gesagt. Stimmt, aber wir können sie abdecken. Die Seide, Jungs. Da du am Nachmittag ja leider auch 2 Stunden für dein Make-up brauchst, habe ich beschlossen, ohne Pause durchzuarbeiten. Verstehe, du willst mich fertig machen. Aber Schätzchen, wie kommst du denn auf so eine absurde Idee? Zeit ist Geld, das weißt du doch. Vielleicht fängt es auch noch bald an zu regnen. Regen? Hier hat es seit Wochen nicht geregnet. Warum sagst du nicht, hier wird's gleich schneien? Ja, das wäre ein Motiv. Weißer Strand, dichtes Schneetreiben. Und du als Venus, nackt wie Gott dich schuf. Okay, okay. Ab morgen schminkt mich Dada. Aber unter einer Bedingung. Wenn ich jetzt sofort was zu essen kriege. Die Herrschaften haben Champagner bestellt. Oh. Auf gute Zusammenarbeit. Und auf gute Fotos. Cheers. 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 Neapel sehen und sterben. Ein impotenter Anblick. Was haben Sie gerade gesagt? Sie meint natürlich imposanter Anblick. Sie beliebt es öfteren zu scherzen. Wo bleibt denn eigentlich Bernie? Ach, da kommt sie ja schon. Ich habe mir letztes Mal schon gedacht, Herr Eiswald, ein solch engelsgleiches Wesen, da müssen Sie aber sehr gut drauf aufpassen. Das tue ich auch. Darauf können Sie Gift nehmen, junger Mann. Ich würde lieber allein im Zimmer bleiben, Papa. Was ist los? Haben wir Heimweh? Sie hat einen tragischen Verlust erlitten. Ihr Verlobter ist unlängst gestorben. Ein schöner Mensch. Ganz kurz vor der Hochzeit. Mein Beileid, Bernadette. Aber ich sag immer, der Tod muss nicht unbedingt der Trennung sein. Ihr Verlobter ist bestimmt ganz nah bei Ihnen, also in der Erinnerung zumindest. Gehen wir jetzt endlich zum Essen. Du hast schon gar keine Poesie. Genau, gehen wir was essen. Na danke, ich hab keinen Hunger.
Bernadette, Sie müssen was essen. Sie schauen sich in der Woche aus wie ein Gespenst und dann passen Sie am Ende nicht mehr zu mir. Jetzt gehen wir, komm. Der Typ hat was. Ja, das hast du früher auch einmal gehabt. Naja, und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt halte ich Anteile an Freizeitclubs auf Mallorca, in Griechenland und in der Türkei. Das Leben kann so kurz sein. Arbeiten Sie nicht zu viel. Das sagen gerade Sie. Sie hängen doch auch den ganzen Tag im Hotel. Oh, heute nicht. Heute ist mein freier Tag, mein erster seit Monaten. Vielleicht sollten Sie Ihren Bruder mehr einspannen. Axel, ja. Axel ist. Er war ein wenig labil. Er trieb sich immer in den schlimmsten Spielhöllen rum und hat sein ganzes Erbe verspielt. Und ich musste einen Kredit aufnehmen, um das Hotel zu retten. Und jetzt stehen Sie am Rande einer Pleite? Nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein, die letzten Jahre waren hervorragend. Und ich habe auch schon längst alles wieder zurückgezahlt. Und Axel ist auch geheilt. Schon komisch, was? Ich kenne Sie kaum und erzähle Ihnen mein ganzes Leben. Ich Ihnen meine es doch auch. Vielleicht brauchen wir einen Freund, mit dem man sich aussprechen kann. Ja, schon möglich. Anschauen, sondern darüber. Ist das nicht eine traumhaft schöne Inselwelt? Nicht nur die Inselwelt ist traumhaft schön. Das ist wirklich ein einzigartiger Platz. Wie eine Filmkulisse. Kennen Sie den Film Casablanca? Den Kultschinken. Können Sie sich noch an die Abschiedsszene erinnern? Am Flughafen. Die wahre Liebe liegt im Verzicht. Wenn man das Glück des Partners über das eigene stellt. Ich bin eigentlich kein romantischer Typ. So. Was sind Sie dann eigentlich? So ein harter Macho-Typ oder steckt in dieser rauen Schale auch ein weicher Kern? Ich glaube, in mir steckt beides. Die Frau entscheidet, was geweckt wird. So, die Frau. Es liegt nur an dir. Gehen wir? Fabian, ich danke dir. Es war der schönste Tag, den ich wirklich seit sehr langer Zeit erlebt habe. Ich hatte völlig vergessen, wie herrlich das ist, endlich mal auszuspannen. Ja, das sollten wir jetzt jeden Tag tun. Aber ein bisschen arbeiten muss ich schon. Sonst kriegst du nämlich nichts mehr zu essen. Und das Hotel geht vor die Hunde. Miriam, was ist mit dir? Nichts. Nichts, ich habe nur ein bisschen simuliert. Weil ich wollte, dass du mich in die Arme nimmst. Schwindlerin. Weißt du, was mich an dir stört? Was? Gar nichts.
Gute Nacht. Gute Nacht. Fabian, bist du halt schon die ganze Zeit? Was du nicht gesagt hast, Miriam ist schwer zu knacken. Ich sag dir eins, diese Frau knackt mich. Das geht mir alles viel zu schnell. Ja, umso besser, weißt du, wie er aufgetaucht ist. Wer? Der Eiswald mit seiner ganzen Bagage. Na. Ja, ich hab dich mit Mühe und Not überreden können, ins Meridian zu gehen. Ja, wir müssen sofort abhauen. Na, wie weit bist du denn jetzt? Womit? Ja. Ah, mit der Miriam. Ja, das krieg ich schon irgendwie hin. Also pass auf, ich halte den Rücken frei mit den Eiswalds und du legst den Zahn zu, dann haben wir eh kein Problem. Es tut mir wahnsinnig leid, das ist uns ein Fehler unterlaufen, Mistake. Wir sind total überbucht, unsere Zimmer kosten auch nicht $20, sondern ab $100 aufwärts. Aber wir bemühen uns, Ihnen ein Ausweichquartier zu verschaffen. Ladies and gentlemen, please be quiet, be quiet. Das ist alles in Ordnung. Wir haben Sie ganz in der Nähe im Samui Beach untergebracht. Für $20. Ja? Also, wenn Sie jetzt bitte in die Busse steigen würden. Thank you, danke vielmals. Sie zu Ihrem neuen Quartier. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist uns ein Fehler passiert, aber wir können nichts dafür. Bitte gehen Sie in Ihre Busse. Kannst du den Leuten zusagen, $420? Ich hab das nicht gebucht. Ich hab das nicht gebucht. Natürlich hast du. Ist dein Code. Du hast das E-Mail geschickt. Jetzt müssen wir $40 aufzahlen. $40 pro Tag und Person. Mein Gedächtnis, ich weiß nicht, was für dich war. So, Miriam. Alles halb so schlimm. Komm. Der Arzt hat wirklich recht. Du solltest dich ein paar Tage gründlich schulen. Ja? Hm? Ich bin mir sicher, dass dann diese Gedächtnislücken nicht mehr so häufig auftreten. Komm, Miriam. Ich habe ja alles im Griff. Nicht wahr? Also irgendwas stimmt da nicht. So doof kann die Chefin doch nicht sein. Ich schätze, da hat jemand anderes am Computer rumgefummelt. Also ich weiß nicht. Natürlich nicht. Aber die Chefin weiß sicher auch nicht. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Morgen, Ulrich. Auch schon auf? Ich hab sogar schon gefrühstückt. Wir auch, fast. Wenn wir nicht anknüpfen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Übrigens, meine Tochter ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich war auch sehr beeindruckt davon, dass Sie mit der Bernadetta Brüderschaft trinken dürfen. Oder meinen Sie, wie hemmungslos ich das Buffet abgeräumt habe? Denken Sie an nichts. Mein Mann hat noch nie was abgeräumt. Aber Sie haben ja sowas von charmant erzählt. Unser Bernie hat gestern zum ersten Mal ihren Kummer vergessen. Nein, Mama. Ich denke immer noch an Fabian, Tag und Nacht. Mädi, du brauchst jetzt mal ein bisschen eine Abwechslung. Was haltet ihr davon, wenn wir uns die Insel anschauen? Nehmen wir unser Taxi? Mama, ich würde lieber mit dem Boot raus aufs Meer fahren. Der Fabian liegt irgendwo da draußen auf dem Grund, ganz allein und einsam in der Kälte. Bernadette, du darfst nicht immer dran denken. Das Wasser hat mindestens 35 Grad. Ah, jetzt. Vielleicht hat es den Fabian ans Ufer gespült und er hat das Gedächtnis verloren und irrt jetzt umher. Es sind ja schon die wundersamsten Dinge passiert. Sie meinen, der Fabian könnte noch leben? Herr Roderich, versetzen Sie mir das Kind nicht in gute Hoffnung. Genau, wir fahren jetzt nicht aufs Meer, wir schauen uns die Insel an. Und du kommst mit, Bernie. Ulrich, Sie müssen mir unbedingt erzählen von Ihrem Geschäft. Wie Sie das so aufgebaut haben, wie das alles so funktioniert. Wenn man Glück hat, läuft es. Wenn man Pech hat, ist scheiße. Das Gelbe vom Ei ist der Umsatz. Das ist für mich einer der schönsten Orte hier auf der Insel. Immer wenn ich bewegt bin oder Sorgen habe, dann komme ich hierher, um Ruhe und Frieden zu finden. Das ist laut Reiseführer der Buddha. Das ist ja ein kolossales Mannsbild. Wirklich beeindruckend. Ich hab mir einen Ticker vorgestellt. Ich will heim. Bitte lasst uns zurückfahren. Es führt eine 75-stufige Treppe zum sitzenden Buddha. Aber schon müssen wir ausziehen, wenn wir da aufgehen. Koh Phan war ursprünglich eine Insel nahe Samui. Ja, dieser Platz hat wirklich was Beruhigendes. Und ist, wenn es noch weiter bergauf geht, für mich unerreichbar. Um Himmels Willen. Was ist los? Mir ist plötzlich ziemlich schwindelig. Ich muss in den Schatten. Was? Fabian, um Gottes Willen, mein Gott, du Ärmster. Das ist sicher der Kreislauf, du. Es ist so heiß hier. Es geht gleich wieder. Lass uns einen Moment hier bleiben. Sollen wir zurückfahren? Ne?
Nicht nötig. Irgendwo anders hin ans Meer vielleicht. Es gibt hier eine ganz witzige Felsformation. Papa-Mama-Felsen heißt das. Das ist ein bisschen erotisch. Magst du? Gute Idee. Aber gib mir noch ein paar Minuten. Ne? Na ja, komm, setz dich, setz dich. Mein Gott, du Arme. Diese Gesteinsformation ist eine der meistbesuchten von Koh Samui. Sie heißt Mama- und Papa-Felsen. Täglich pilgern Hunderte von Leuten hierher. Also, dass das der Papa ist, naja, das sieht man. Imposant! Da könnte man direkt neidisch werden. Schau mal, ist das nett? Das ist Seife. Nein. Das sind Seifen. Ganz hübsch, gell? Ja. Von Felsen habe ich jetzt die Schnauze voll. Honrik, lassen uns was Vernünftiges besprechen. Wie viele Fässer Bier, Eiswaldbier natürlich, meinen Sie, dass Sie denn im Jahr verkaufen können? Herr Roderick, helfen Sie mir. Ja. Entschuldigen Sie schon, aber mein Mann hat halt so gar keine Kultur. Ja, also das hängt ein bisschen davon ab, was die Leute für einen Durst haben. Von dem hängt es immer ab. Fabian? Oh je. Komm, lass uns zurückfahren. Hier geht's ja zu wie auf einem Rummelplatz. Ich möchte mit dir allein sein. Bernadette, was ist los? Das war mein Fabian. Das ist unmöglich, das kann nicht sein. Das muss eine freudsche Reaktion sein. Der Papa-Mama-Felsen, der hat in Ihnen die Sehnsucht nach dem Verflossenen wieder auferweckt. So kann man das erklären, anders nicht. Hast du das gehört? Eine freudsche Reaktion. Der Mann kann reden. Außerdem, ich liebe opulente und große Männer. Schon gut, ja. Das heißt aber immer noch korpulente Männer. Ist doch ganz wurscht. Hauptsache, eine Frau kann zu einem Mann aufschauen. Honig, ich hab Durst. Komm, wir trinken ein Bier. Bitte, bringen Sie mich ins Hotel. Ihr wollt ein Wettrennen? Wollt ihr ein Wettrennen? Ja? Könnt ihr haben! Fährst wie ein Irrer. Lass den Kinderscheiß. Warum das? Mach doch nicht die Sand! Die kriegen wir schon! Los, wir müssen ihm helfen. Du bleibst da. Dem Jungen ist nichts passiert, wir fahren weiter. Spinnst du? Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist Fahrerflucht. Halt du dich da raus. Niemand hat den Unfall gesehen, dem Jungen ist nichts passiert. Wir hauen ab. Nicht mit mir. Keine Angst, ich helfe dir. Pass auf, erstmal binden wir dir die Wunde ab, dann blutest du nicht mehr so sehr. Accident. Der Junge ist verletzt. Please drive me to the hospital. Wir drehen um.
Offensichtlich sind sie schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Das bin ich nur für einen Mistkerl. Ich bin Ihnen echt dankbar, Herr Roderich. Sie tun meiner Bernie so gut. Sie lacht schon wieder. Meine Witze sind seit Generationen erprobt. Also mit einem Wort, die sind nicht ganz neu. Aber gut sind's. Sie kommen früh rum, gell? Sie sind ein echter Kosmonaut. Ja, ja, so kann man das nennen. Und mir pressiert es auch schon wieder. Ich muss nämlich weg. Wie lange bleiben Sie noch da? Das wissen wir noch nicht. Am schönsten wäre, wenn wir gemeinsam abreisen könnten. Ja, das wäre schön. Ich frage meinen Mann. Am besten heute noch. Das ist doch hier ein Paradies. Ein Jenseits von Eden. Warum haben Sie es denn so eilig, hier wegzukommen? Warum? Ja, weil einem sonst die Kundschaft wegläuft, wenn man sich nicht ums Geschäft kümmert. Das kennen Sie doch. Also, ich bin in einer Brauerei aufgewachsen. Ich kenne mich aus. Haben Sie Probleme mit Ihrem Getränkegroßhandel? Ja, Probleme. Grund zum Jubeln habe ich auch nicht. Die Besser an der Börse haut der Host den Nicke dermaßen tagsmäßig in den Keller, dass die Blutchips nur so krachen. Sehen Sie es? Sie haben Probleme mit den Fremdwörtern. Und ich mein Gewicht. Ja, sehr trefflich formuliert. Ich persönlich sag da mehr leben oder leben lassen. Oder wenn es hart auf hart kommt, halte ich es mit dem alten Brecht. Mit unserem Hausmeister? Wieso Hausmeister? Na, der Brechthansi ist doch unser Hausmeister. Ist ja ein Zufall, dass Sie den kennen. Ich meine den Bertolt Brecht. Seinen Vater? Nein, Frau Eiswald, ich meine den Dichter Bertolt Brecht. Der dichtet? Der Vater oder der Sohn? Weder noch, der heißt nur zufälligerweise Sohn, ist vor 50 Jahren gestorben. Na, der lebt nur, der Vater. Jetzt hören Sie mir mal zu, ich rede von dem weltberühmten Dramatiker Bert Brecht. Jetzt passen Sie mal auf, eins nach dem anderen. Sie kennen den Vater von unserem Hausmeister, den Brecht Bertel. Ja, nein, aber sein Werk kenne ich. Der hat zum Beispiel geschrieben, die Oper Mahagoni. Mahagoni kenne ich, haben wir einen Schrank daheim. Genau, und in diesem Mahagoni, da gibt es ein Lied, das heißt, wie man sich bettet, so liegt man und es deckt einen keiner zu. Und wenn einer tritt, bin ich es und wird man getreten, bist du's. Und genau das ist das Motto, nach dem ich gelebt habe bis jetzt. Und das hat unser Hausmeister gedichtet. Danke, dass Sie gewartet haben. Ach, Sie sind's, na endlich. Wie geht es dem jungen Schwester? Den Umständen entsprechend, er hat einen schweren Schock erlitten. Eine Gehirnerschütterung und starke Prellungen. Kann ich zu ihm? Im Augenblick nicht. Er hat eine Spritze bekommen und schläft jetzt. Aber Sie können gern morgen kommen und ihn besuchen. Und dann wissen wir vielleicht auch schon, wer der Junge ist. Okay, also dann bis morgen. Jetzt komm schon herein, das Wasser ist herrlich. Jetzt nicht, vielleicht ein bisschen später. Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Geht schon wieder. Was nimmst du da? Was gegen Stress und für den Kreislauf. Ja, die Sonne brennt noch ziemlich runter. Vielleicht ist es besser, wenn wir zurückfahren. Was meinst du? Ja, ich muss ohnehin dringend ins Büro. Dort ist es auch wesentlich kühler. Ja, aber du lebst doch schon lange hier. Und die Hitze hat dir noch nie was ausgemacht. Es hat auch nichts mit dem Klima zu tun. Was ist es dann? Weißt du was? Kümmere dich nicht um meine Probleme. Genieß deinen Urlaub. Da? Und jetzt fährst du. Wait a moment, I'll be right back with the money, okay? Wie geht's denn, Jungmann? Seit wann interessieren dich deine Unfallopfer? Oh, klar, das sei doch nicht so. Ich habe ja umgedreht und bin zurückgekommen. Aber da warst du nicht mehr da. Besser, wir verkehren ab jetzt nur mehr auf geschäftlicher Basis. Morgen um 7 bin ich gestellt. Und bis dahin kannst du schon mal das Tuk-Tuk bezahlen. Claudia. Lass sie, Horst. Das bringt doch jetzt nichts. Ich rede morgen beim Schminken mit dir. Was siehst du? Mir ist so schlecht. Mir ist irgendwie schwindelig. Weil du wieder von diesem scheiß Computer sitzt. Komm, bring sie auf die Zimmer.
Sie haben Residenz, Axel Philipp? Nein, meine Schwester ist leider sehr krank. Ich führe jetzt das Hotel. Bitte sprechen Sie in Zukunft nur noch mit mir. Was gibt's denn? Fabian! Bitte befreie mich von meinem Fanclub. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so ein Frauentyp bist. Frauen ist gut. Ladies and Gentlemen, we have no money. Ich hätte einmal gelogen. Boah, jetzt hast du mich aber gerettet, du. Ich werde nie wieder sagen, dass du einen leichten Job hast. Und diese Eiswald-Familie, die macht mehr fertig, speziell die Mutter. Ja, wem sagst du das? Aber wie man sich bettet, so liegt man. Das ist doch dein Motto, oder? Komm mal lieber zu dir, gib mir mal inzwischen wieder. Wie weit bist du mit der Miriam? Wie lange dauert denn das noch? Es läuft. Aber das geht nicht so schnell. Ich komm grad von ihr, sie liegt im Bett. Sag mal, die Wies, was willst du denn mehr? Sie liegt im Bett, weil sie krank ist. Ich habe bei einer Partnerschaftsberaterin gelesen, dass kranke Menschen auch Sex brauchen, weil es oft ihr einziges Erfolgserlebnis ist. Also schlag zu. Jetzt red doch nicht seinen Topfen, diese Frau ist schwer krank und keiner weiß, was hat. Ich kann das jetzt nicht antun. Hey Fabian, was ist los? Sag mal Gefühl. Wir haben immer gesagt, wir dürfen keine Gefühle zeigen. Was an den Papa-Mama-Felsen ist, was reinste Schlamassel, sowas darf nicht mehr vorkommen. Wir müssen jetzt ran an die Kohle und dann verschwinden. Ja, ja, ja. Hier hast du dich versteckt, mein Engel. Na, wie geht's dir heute? Fabian, du bist da. Komm. Setz dich zu mir. Muss ich mir keine Sorgen machen. Nein. Wenn du bei mir bist, geht's mir doch himmlisch. Ich hoffe, ich störe nicht. Hast du an deine Pillen gedacht? Oh mein Gott, die habe ich vergessen. Wenn ich dich nicht hätte. Ja, wenn du mich nicht hättest. Ja. Bis später. Wiedersehen. Danke, Axel. Sag her. Hm? Da steht ja gar nichts drauf. Nicht einmal ein Beipackzettel. Ist doch egal, ich könnte sowieso nicht lesen. Die hat dir der Arzt verschrieben? Ja. Und Axel sorgt dafür, dass ich sie auch regelmäßig nehme. Ist doch wirklich rührend, wenn man einen so treusorgenden Bruder hat, nicht? Ja, er ist wirklich ein Schatz. Kommst du mit? Ich muss dir was zeigen. Was sagst du dazu? Hübsch. Nur ich sehe nichts Besonderes außer dir. Es ist doch der ideale Platz für eine Ferienanlage. Hm? Ich habe das Grundstück vor Jahren gekauft und es wäre doch wunderbar, wenn du hier so einen Freizeitclub errichten könntest. Hm? Ja, sicher, nur... Du, bauen ist ganz billig hier und geht ganz schnell. Es wäre doch schön, wenn hier so lauter kleine Bungalows entstehen würden. Hm? Ja, alles gut und schön, aber mein Geld ist in Wien. Alles gut angelegt. Ich kann das nicht so schnell locker machen. Ich habe auf meiner Bank ein Konto für dich eröffnet. Du brauchst nur unterschreiben. Was? Du willst mir das Geld geben? Ja.
Heb so viel ab, wie du brauchst. Miriam, das ist wahnsinnig toll von dir, aber ich will das Geld nicht. Aber ich will, dass du es nimmst. Ich will dich immer in meiner Nähe haben. Ich bitte dich, schlag uns nicht ab. Ich flehe dich an. Bitte, bitte, bitte. Weißt du, Horst hat ein Trauma. Vor 3 Jahren in Amerika ist ihm ein Mann ins Auto gelaufen. Horst konnte überhaupt nichts dafür. Trotzdem hat ihn irgend so ein findiger Anwalt verklagt. Bist du fertig? Horst hat doch sofort eingesehen, dass er Mist gebaut hat. Wir sind gleich zurückgefahren, aber wir haben nur das kaputte Fahrrad gefunden. Ich zieh mir nur noch schnell was an und dann können wir fahren. Der Satz gehört mir. Roderick, was ist denn los mit dir? Bist du heute nicht in Form oder liegt's an einem ultimativen Tennisdress? Ach, was kann ich nicht dafür, dass es hier nur siamesisches Gardemaß gibt? Hier gibt's ja nichts für mich zum Anziehen. Ja, aber sowas hat ein Sportler wie du doch immer dabei. Ich hab doch nicht ahnen können, dass es an den Gestaden des chinesischen Meeres so eine zauberhafte Fee gibt, die in mir den Wunsch weckt, mich körperlich und praller Sonne zu betätigen. Ach, du bist wieder so charmant. Aber jetzt warte auf meinen nächsten Aufschlag. Dann bist du fällig. Oh. Da krieg ich aber Angst. Das gilt nicht. Freilich gut ist. Das hat die Martina Hingis mit der Steffi Graf in Paris genauso gemacht. Das ist vollkommen korrekt. Noch so ein Trick und ich höre auf. In deiner Klasse kann ich nur mit Tricks bestehen, das tut mir leid. Du Ärmster, wollen wir aufhören? Schau mir an, ich schwitze bei den Salzverlust. Ich brauche unbedingt ein Bier, hör mal auf. Schau mal, Irene, sind Sie nicht ein ideales Paar? Schon. Aber ganz so schnell brauchst du das auch nicht verkuppeln. Unser Bernie ist kein Sauerbier. Was macht's schon aus, wenn Bernie bis zum Ende ihrer Tage zu Hause sitzt? Wir werden für Sie da sein und Ihre Tränen trocknen. Und wenn wir dann tot sind, dann wird es als alte Jungfer allen die Stimmung versauen und dafür sorgen, dass unsere Familie ausstirbt. Er ist schon ein sehr imposanter Kerl, der Roderich. Sehr sympathetisch. Vielleicht solltest du ja lieber Schach spielen, da muss man nicht so viel rennen. Na, so ein Schachspiel muss man auch oft von sehr weit herholen und da muss man die ganzen Züge machen. So ein Schachspiel, das kann ein Riesenaufwand sein. Hans Josef, das ist der ideale Schwiegersohn. Patent, eloquent und insolvent. Fabian hat beim Schach immer verloren. Ja, der Fabian, das war bestimmt ein ganz anderer Typ als ich. Ich meine, ich habe auch oft den Frauen den Kopf verdreht, aber mehr in der Form, dass dann, wenn sie mich gesehen haben, sofort zusammengezuckt sind und sofort den Kopf weggedreht haben. Ach, Geschmarrn, das stimmt doch nicht. Das bildest du dir bloß ein. Klar bist du ein anderer Typ als der Fabian, aber ich glaube fast, du hast mehr Herz. Manchmal kam er mir vor, also wie soll ich dir das erklären? Oft hatte ich das Gefühl, als hätte der Fabian nicht wirklich gemeint, was er gesagt und getan hat. Ja, dazu kann ich jetzt leider überhaupt nichts sagen, weil ich ja den Fabian nicht gekannt habe. Vielleicht irre ich mich ja auch, höchstwahrscheinlich sogar. Also bei dir ist das ganz anders. Bei dir fühle ich mich total geborgen und sicher. Also wenn du was sagst oder tust, dann weiß ich auch, dass du das ehrlich so meinst. Ist was? Das Bier ist ein bisschen warm. Was ist denn mit dir los? Bist du völlig verstummt? Hat dich mein geschäftliches Angebot so verschreckt? Nein, nein. Ich habe mir nur gerade überlegt, wie deine Mutter wohl war. Sie war wunderbar. Einzigartig. So wie du also. Ja, wir sind ein langes Stück des Weges gemeinsam gegangen, durch gute und schlechte Zeiten. Bis Mama dann... Wie ist sie gestorben? Sie war sehr lange sehr krank, Fabian. Bevor sie noch hilfloser wurde, dann hat sie sich... Du verstehst. Nein, ich verstehe nicht.
Mit Würde zu sterben, das verstehst du nicht? Ich finde, man sollte sein Leben leben, solange es geht. Und wenn es nicht mehr geht, mit klarem Kopf und in Würde abtreten. Ja, vielleicht hast du recht, aber das betrifft weder dich noch mich. Ich vielleicht nicht, aber mich. Darwin, ich muss ehrlich zu dir sein. Ich habe dieselbe Krankheit wie meine Mutter. Und es ist keine Heilung in Aussicht. Es ist hoffnungslos. Da kommt ja unser kleiner Patient. นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนชื่อหนูไว้นะคะเขาอยากรู้ว่าตอนนี้หนูเป็นอย่างไรบ้างดีครับแต่จักรยานผมพังไปแล้ว Es geht ihm gut. Er ist nur wegen seinem Fahrrad traurig. Das war sein ganzer Stolz. Was machst du denn hier? Ich habe gehört, dass hier jemand dringend ein neues Fahrrad braucht. Komm, Die junge Dame übernimmt die Kosten der Behandlung. Und Sie schenken dem Jungen ein neues Fahrrad. Ich sollte wohl besser nicht nachfragen, warum. Stimmt, besser nicht. Verzeihen Sie, wo finde ich Dr. Chilling? Er ist im Labor, dritte Tür links. Danke. Ah, hallo, verzeiht, ich hab's eilig. Was fehlt dem denn? Vielleicht will er ja jemanden retten. Und du hast also doch ein Herz, Horst. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe auch noch etliche andere gute Eigenschaften, die du vielleicht noch nicht kennst. Da bin ich aber neugierig. Ja. Willst du die wirklich kennenlernen? Nicht wirklich. Claudia, gib mir doch eine Chance. Na gut, ich gebe dir eine Chance. Aber zuerst konzentrieren wir uns voll auf unseren Job, okay? Einverstanden. Und dann? Am letzten Abend? Ja? Darfst du... Was? Mir beim Kofferpacken helfen. Ich finde, das ist schon mal ein guter Anfang. Nun, was ist es? Ein harmloses Vitaminpräparat? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ich muss zuerst noch einen Test machen. Bitte fragen Sie mich morgen. Erst morgen? Sagen Sie, geht das nicht schneller? Nein, nicht vor morgen. Außerdem kostet das $200. $200? So ein Halsabschneider. Hier ist es wie überall. Spezielle Aufträge sind etwas teurer. Schon gut, Sie kriegen Ihre $200. Ich rufe Sie morgen an. Mir den Matteo blitzen lassen, stimmt's? Abblitzen ist gut. Sie will mir einen Haufen Geld geben, damit ich eine Ferienanlage errichten kann. Respekt, hey, dann haben wir es ja geschafft. Ja. Aber ich werde das Geld nicht annehmen. Was wirst du nicht? Her jetzt richtig. Warum willst du das Geld nicht annehmen? Weil. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Verzeih. Mir ist das in meinem Leben noch nicht passiert. Bitte schreib mich jetzt nicht wieder an. Ich habe mich in diese Frau verliebt. Was hast du? Jetzt schau nicht so deppert. Weißt du, was das Beste ist? Ich glaube, sie ist sich in mich auch. Die würde mir das ganze Hotel schenken, wenn ich es darauf anlegen würde. Das hat ja mal passieren müssen. Der Supergar in unserer Geschäftswelt, die wahre Liebe. Mir geht's auch total beschissen. Die Eiswalls haben mir in ihr Herz geschlossen. Ich stehe total auf die Bernadette. Hör auf. Ja, was soll man jetzt machen? Ja, was soll man machen?
Ich kann da nicht zu Miriam hingehen und sagen, ich liebe dich, aber ursprünglich habe ich es eigentlich auf dein Geld abgesehen gehabt. Dass wenn wir halbwegs charaktervoll aus der Sache rauskommen wollen, dann gibt es nur eins, wir müssen ehrenhaft abtauchen. Die Welt ist groß, die Mädels werden uns bald vergessen haben. Ich würde sagen, wir packen unsere Koffer, morgen verschwinden wir. Ja. Nein, morgen noch nicht, weil ich brauche noch einen Tag. Weshalb? Das sage ich dir dann. Ich passe. Ich bin auch raus. Ich auch. Ich will sehen. Und? Was ist denn, Mr. Axel? Ein guter Pokerspieler verliert nie die Nerven. Sie haben nur eine kleine Pechsträhne. Ich leihe noch mal 5.000. Morgen. Axel, ich möchte Sie nur noch mal daran erinnern. Sie schulden mir jetzt insgesamt $30.000, okay? Kriegst du schon. Du, schau mal. Der sieht doch aus wie unser Herr Sommer. Cool. Eine tolle Ähnlichkeit. Ja, nur der Typ heißt Fabian Winter. Nee, Winter, Sommer. Vielleicht hat er einen Doppelnamen. Aber hier steht doch, dass er vor 2 Wochen ertrunken ist. Habt ihr keine Arbeit? Schauen Sie mal, Boss. Das gibt's doch nicht. Ertrunkene werden lebendig. Ich kann nicht glauben, dass es unser Herr Sommer ist. Sag mal seinen Pass. Tja, den hat er noch nicht abgegeben. Bestimmt hat er das vergessen. Ich werde ihn holen gehen. Nein, warte. Dieser Bierkönig, der ist doch ins Meridian gezogen. Ja, mit dem dicken Typen, der unser Hotel so schlecht gemacht hat. Ihr bleibt hier. Die Gelegenheit, mir mal den Computer vorzuknöpfen. Pass auf, dass mich niemand stört. Was heißt das, Sie haben noch kein Ergebnis? Noch einen Tag. Hören Sie, hier geht es um Leben und Tod. Können Sie mir wenigstens sagen, ob die Tabletten harmlos sind? Keine Vitamine, sind Sie sicher? Was ist es dann? Was, Sie brauchen noch weitere Pillen? Also gut, ich werde es versuchen. Kinder, auf euer Wohl und auf eure Zukunft. Ihr habt wenigstens eine. Prost! Und ich habe mir auch schon überlegt, wie es mit euch weitergeht. Am besten ist, wir verlassen baldmöglichst die Insel. Herr Roderich, die haben einen Inselkollaps. Ach, so ist es. Mama, ich will auch wieder nach Deutschland zurück. Ich erinnere mich immer noch alles an Fabian. Herr Eiswald, ich habe Sie schon überall gesucht. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Was wollen Sie hier? Merken Sie, dass Sie stören? Sie stören, Mann. Obwohl, mich stören Sie eigentlich gar nicht. Sind Sie hier der Amateur? Das war nur ganz kurz, ja? Es geht um den jüngsten Todesfall in Ihrer Familie. Ja, ich bin gerade dabei, diesen Verlust auszubügeln. Herr Eiswald. Sie sind lästig, merken Sie das nicht, jetzt gingen Sie. Herr Eiswald, ich muss wirklich dringend mit Ihnen sprechen. Gut, morgen früh, aber erst nach dem Frühstück. Hab's gehört, weg. Gut, also morgen, ja?
Hoffentlich stört uns jetzt niemand mehr. Trinken wir noch ein Flascherl Wein. Oder willst du lieber ein Bier, Roderick? Nur, wenn es Eiswaldbier ist. Ja, genau das wird mal deine Aufgabe. Großexport in der ganzen Welt. Also Kinder, und nun lasst euch schmecken. Und hoffentlich werdet ihr auch einmal so glücklich wie wir beide. Fabian. Verzeih, wenn ich dich geweckt habe. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Wenn du bei mir bist, kann es mir doch nur gut gehen, oder? Miriam, ich muss dir etwas sagen. Komm, ich bin so glücklich, dass du hier bist. Wir haben nicht mehr viel Zeit miteinander, weißt du, und ich möchte jede Sekunde mit dir nutzen. Miriam, ich muss es dir einfach sagen. Ich bin... Fabian, bleibst du heute Nacht bei mir? Bitte. Lass mich nicht allein. Du warst nicht in der Bank, ich weiß es. Aber ich hab's hier schon. Dort im Schrank, in einem Koffer. Miriam, das kannst du nicht machen. Natürlich kann ich das machen. Es ist Schluss mit dem Geschäftlichen, ja? Es gibt auch noch wesentlich Wichtigeres im Leben. Fabian! Kruzifix, wo wird der sein? Untertauchen ist alles aufgekommen. Ach du lieber Scheiße. Warte, zieh mal schnell was an. Aber beeil dich, ich fürchte, im Eiswasser scheinen auch noch. Uns noch vor dem Frühstück aus dem Bett zu holen. Gnade in Gott, wenn das nicht wichtig ist. Ich garantiere Ihnen eine nette kleine Überraschung. Könnte allerdings auch ein Schock für Sie sein. Ich bin Kummer gewohnt. Ich liebe Überraschungen. Das ist doch Rodericks Jeep. Was macht denn der da? Ich kann mich nicht einfach davon stehen. Sie ist krank. Fabian, wo bist du? Ja, Miriam. Keine Angst, ich bin da. Schlaf weiter, komm. Schlaf weiter. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Auch wenn du mich nicht mehr sehr lange... Ach, das darfst du nicht einmal denken. Fabian? Oh mein Gott, das ist ja mein Fabian. Vielleicht
Hat der Fabian einen Zwillingsbruder? Ein doppeltes Lottchen? Oder ist es eine Vision? Das ist nicht sein Bruder. Das ist der Kerl selbst. Fabian, bitte, wer sind die Leute da? Ich kann dir alles erklären, Liebes. Liebes? Du sagst Liebes zu der? Ja, hast du denn vergessen, dass du mit mir verlobt bist und dass wir hier heiraten wollten? Ach, Sinn. Der Kerl ist ein Betrüger und Heiratsschwindler. Damit wollte er hier abhauen und dich sitzen lassen, hier. Wie viel hat er denn bei Ihnen abgestaubt, Herr Eiswald? 300.000 D-Mark. Was soll das? Das war Betrug, du. Du bist ein Betrüger? Ja, nein, bitte, du musst mir glauben, ich habe... Glauben Sie ihm kein Wort! Du Vorstadt-Casanova! Fabian, haben wir schon gedacht, dass ich dich hier treffe. Katzenjammer, oder? Ich hab nie wirklich ernsthaft vorgehabt, diese Frau zu betrügen, weißt du das? Ich meine, schon am Anfang, ja, aber... Was soll ich machen? Ich liebe sie. Ja, ich bin ja auch nicht herzlos, ich verstehe dich doch. Mit der Bernadette das gleiche Problem, aber Tatsache ist, Fabian, wir sind aufgeflogen, wir müssen hier verschwinden. Du vielleicht. Ich nicht. Ich kann die Miriam jetzt nicht im Stich lassen. Fabian, die Eiswalls haben bestimmt schon spitz gekriegt, dass wir zusammenkehren. Pass auf, ich packe jetzt einen Koffer und du begleichst die Hotelrechnung, dass wir das Zechbrille auch noch dastehen und dann verschwinden wir hier, okay? Ja, hallo? Ja, ich hätte gerne bitte das Labor. Das Labor! Ja, Herr Dr. Chilling? Fabian Sommer, haben Sie die Ergebnisse? Sind Sie sicher? Dankeschön. Das gibt's doch nicht. Sag einmal, hast du jemals was von einer synthetischen Droge gehört, die das gesamte Nervensystem lahmlegt? Hast du sowas genommen? Jetzt verstehe ich einiges. Hier, trinken Sie das, Miriam, dann... wird es Ihnen gleich besser gehen. Dankeschön. Ich habe ihn geliebt, Axel. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ja, ich weiß. Aber das war der Kerl nicht wert. Ist eigentlich der Koffer mit dem Geld? Ich weiß es nicht. Da irgendwo im Schrank. Ist er natürlich nicht. Den hat er mitgenommen. Es kann doch nicht wahr sein. So, Doktor, jetzt ist Schluss. Miriam fliegt in die Schweiz und geht dort in ein Sanatorium. Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich kann leider nichts mehr für Ihre Schwester tun. Mhm. Um das Hotel kümmere ich mich jetzt. Ab sofort läuft alles über meinen Schreibtisch. Bitte, lass mich jetzt allein. Ruh dich aus. Verschwunden nach Mahlzeit. Also sollten die auftauchen, dann sagen Sie mir sofort Bescheid. Ja, wiederhören. Die Gauner sind auf der Flucht. Am besten ich übergebe die ganze Sache der Polizei. Was nützt es schon, Papa? Was Roderick und Fabian mir angetan haben, das kann man nicht wieder gut machen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt spielt uns der Roderick auch noch seinen eigenen Bruder vor. Langsam wird's eine Großfamilie. Roderick!
Du wolltest doch nicht einfach abhauen, ohne dich von uns zu verabschieden. Na, das ist ja wunderbar. Dann leistest du uns jetzt Gesellschaft und setzt dich zu uns. Was willst du denn trinken? Deine 1000, meine 5000 und sehen. Sie wollen wirklich sehen, Mr. Axel? Vier Asse. Ja. Na, Miriam? Warte, komm. Ich höre dich nicht. Warte. Jetzt. Was? Miriam, hör mir zu, ja? Nein, du hörst mir jetzt zu, ja? Bleib, wo du... Miriam, hör zu. Hey. Hast du die Chefin gefunden? Nein, nirgendwo. Da kommt der Sommer, vielleicht weiß er, wo sie ist. Haben Sie die Chefin gesehen? Wieso? Ist sie nicht in ihrem Bungalow? Da war sie noch bis vor einer Stunde. Jetzt ist sie spurlos verschwunden. Verschwunden? Wo ist die Klippe, von der sich ihre Mutter gestürzt hat? Der Indianerjonsfelsen. Ja. Zwei Meilen südlich und dann den Weg hoch. Danke. Wir kommen zu der Indianerjonsrock. Oh Gott. Die Chefin wird sich doch nichts antun wollen wegen der falschen E-Mails. Dabei wollte ich ihr heute noch sagen, dass nur ihr Bruder selber den Computer manipuliert haben kann. Axel? Ja, nur er hat das Passwort dazu. Können Sie nicht schneller fahren? Verstehen Sie mich? Fast, you understand? Do you understand me? Fast, schneller, rapido! Sie sollen bitte schneller fahren. Schneller, etwas schneller, bitte. Schneller, bitte. Schneller, schneller. Stopp, 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 stopp. Miriam, bleib stehen. Bleib, wo du bist, Axel. Komm mir nicht zu nahe. Miriam, bitte bleib jetzt stehen. Lass mich in Ruhe. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich folge Mama nach. Du bist nicht krank, ich schwör's dir. Ich bin todkrank. Ich hab deine E-Mails gefälscht. Ich hab auch deinen Computer manipuliert. Und deine Pillen habe ich auch vertauscht. Und darum geht's dir so schlecht. Meine Pillen? Du wolltest mich vergiften? Nein. Ich wollte dich nur vom Hotel fernhalten. Du lügst. Ihr lügt doch alle. Nein, ich lüge nicht. Ich habe wieder zu spielen begonnen. Vor 2 Monaten schon. Ich hatte überhaupt kein Geld mehr. Nicht Fabian. Ja, ich weiß. Miriam, bitte bleib da oben, ja? Ich komme zu dir rauf, bitte bleib da oben. Axel, pass auf. Miriam, um Himmels Willen bleib stehen. Fabian, Axel ist abgestürzt, da. Warte. Ich sehe ihn.
Der lebt! Axel, sprich zu mir. Es tut weh. Soll ich jetzt vielleicht Mitleid mit dir haben? Gott sei Dank. Gott sei Dank, er lebt. Fabian, ich bin nicht krank, ich muss nicht sterben. Ich weiß. Es lag an den Pillen, ich habe sie untersuchen lassen. Das wollte ich dir noch sagen, deshalb bin ich zurückgekommen. Was, nur deshalb? Nein. Auch weil ich dich liebe. Bernadette, ich mag dich wirklich, das war nicht gespielt. Ich glaub dir kein Wort mehr. Mädi, ich glaub ihm. Wenn's umgekehrt wäre, wird er auch nicht glauben. Aber du musst mir vertrauen, ich mein's ernst. Roderick, wo sind die 300.000, die Fabian von mir gekriegt hat? Das ist jetzt das Wichtigste, wo die 300.000 sind. Ja. Die sind sicher angelegt auf dem Wiener Bankkonto. Da fehlt überhaupt nichts, da können Sie jederzeit zugreifen. Okay. Aber ein Getränkegroßhandel, den hast du schon. Herr Eiswald, wenn Sie mich so direkt fragen, den habe ich eher nicht. Roderick, du liebst aber unsere Tochter. Wenn Sie mich so direkt fragen, uneingeschränkt ja. Wenn das so ist. Ich kenne da jemanden, der hat in seiner Jugend noch viel wildere Streiche durchgeführt als unser Roderick. Und jetzt ist er Außenminister. Und 35 Kilo leichter. Wie eher Außenminister. Du würdest einen fabelhaften Braumeister abgeben. Die Figur dazu hast du. Soll es heißen, Herr Eiswald, Sie würden mich schon mal nehmen? Ja, es wird doch höchste Zeit, dass Bernadette unter die Haube kommt. Papa, halt! Ich lass mich doch nicht verschachern wie ein Fassel Bier. Da hat die Bernadette recht. Da mache ich nicht mit, Herr Eiswald. Die Bernadette muss selber entscheiden, wen sie zum Mann haben will. Das ist ihr gutes Recht. Meinst du das wirklich ernst? Total ernst. Okay, ich denk. Dann nehme ich dich. Axel ist über den Berg. Er wird morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Gott sei Dank. Ja, aber was noch viel wichtiger ist, er hat sich endlich entschlossen, sich wegen seiner Spielsucht in ärztliche Behandlung zu begeben. Oh, Fabian, ich danke dir so sehr für alles, was du für ihn getan hast. Weißt du, egal was er gemacht hat, er ist ja mein Bruder und ich liebe ihn. Warum lachst du? Ich denke gerade an den Schluss von Casablanca. Die wahre Liebe offenbart sich nur im Verzicht. Ja, dann wäre die Menschheit allerdings schon lange ausgestorben. Womit du recht hast. Oh, Fabian, komm, bitte halt mich fest. Ich bin so froh, dass du da bist. Ja, dann musst du allerdings damit rechnen, dass ich dich nie wieder loslasse. Versprochen.